Oh nein! Wow, jetzt bin ich fast runtergefallen. Nein! Ich lücke dein Blut, red mal alle weg! Oh! Ja, okay. Das war ein. Dann gehen wir nicht schlafen. Ja! 10. Ich habe gesiegt. 9. Ich hab mich gerade nass gemacht mit meinem Wasser. Du bist so dumm, Paddy, ne? Nach 7 kommt nicht 0. Und ich komm drauf. Nee, noch nicht. Ist so. Immer noch dunkel. Ja, guck, boah, ist das dunkel hier. Paddy, nicht kaputt machen. Paddy, Mann, Paddy. Hier kann man, hier kann geh man weg, Mann. Nicht springen. Du Esel. Mein Gott. Piss dich, Mann. Man geht. Genau, aber hier kann man gut Suizid begehen, ne? Mach mal. Nee. Show me your ass for. Ich begehe doch keinen Suizid, bist du beklar? Oh, das war ja gar nicht so dramatisch. Oh. Wo bin ich denn da jetzt draufgefallen? Ach, da war ein Baum, schade. Soll ich? Oh oh. Oh. Boah, wir haben so Spaß, ne? Wo bin ich denn jetzt draufgefallen? Jetzt wieder in mein Drama-Haus, Paddy, warte, dann kann ich dir eine Bewertung geben von 1 bis 10. Oh, das passt nicht. Hast du jetzt zweimal den Gong gehittet? Ja, Mann. Ich will mal von der anderen Seite aufspringen, jetzt ist ja nicht so schlimm, wir haben sowieso keine Items drin. Timo, look at me, I'm here. Ja, I see you. I'm here above, there is a creeper in the way, ja, but... Ja, ich sehe da oben. But I think... I can shuffle it, aber I shuffle it nicht. Das schafft er nicht. Das hab ich gemacht. Da bin ich gestorben letztes Mal. Ja, du bist auch von der falschen Stelle ausgesprungen. Ich bin aber beim letzten Mal noch von woanders ausgesprungen, aber ich weiß nicht. Das ist egal. Voll der Esel, der tötet sich selber freiwillig. Ja, warum? Wenn ich nichts hab, ist doch nichts Schlimmes. Das ist nicht von da oben. Doch, das muss man schaffen. Das schafft man irgendwie. Uah. Boah, das war knapp. Siehst du, wie gut man das schafft hier? So, bam. Das hört sich mal so schön an. Da waren aber meine Erfahrungspunkte. Jetzt bin ich dran. Siehst du, Paddy? Jetzt. Man schafft das. Ganz sicher. Man schafft das nicht. Doch. Siehst du? Ja, du Horst. Oh, jetzt müssen wir kurz die dramatische Musik zuhören. Auch wenn die irgendwie hätte kommen müssen, als ich gestorben bin. Jetzt schauen wir mal. Haben wir denn hier, warte mal, ich gucke jetzt mal, ob ich hier gerade spontan eine passende Musik finde. Mhm. Nehmen wir mal hier von KST Beats. Ja, so. Und herzlich willkommen zu alljährlichen Turm-Felsspringmeisterschaften aus dem Baumhaus hier von Magical Real Life. Unser erster Kandidat nennt sich Timo P. und Hallo. Ist hier jetzt oben am Sprungturm. Meine Damen und Herren, ja, das ist unglaublich. Ich mach mal den Ringer an der Kante. Das ist unglaublich. In wenigen Minuten wird Timo in einer akrobatischen Meisterleistung von diesem Turm springen in das Wasser. Rückwärts. Und da hat der Kameramann nichts mitgekriegt. Der nächste Kandidat heißt Paddy P. OP. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie einen verwirrten Zuschauer auf Toilette gehen. Der pinkelt ja entstehen, das ist ja unglaublich. So, meine Damen und Herren. Spannung erwartet Sie in den nächsten Folgen. Ja, und das alles sehen Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Arschloch. Sind wir jetzt da? Wer hat mich getötet? Bin ich. Die Werbung musstet ihr euch jetzt übrigens vorstellen, ne? Da kommt keine Werbung. Ach so, ja. Werbung! War nur so ein. Boah! Sag doch was! Trottel. Paddy, wo bist du? Paddy P. So, jetzt und. Was
gesehen, mit dreifacher Drehung. Ja. Vorwärtssalto und... Ich bin begeistert. Jetzt komm ich. Nochmal. Boah, wir machen jetzt bestimmt zwei Parts nichts anderes als vom Turm springen. Das ist, ultra. Einmal springe ich noch und danach machen wir mal wieder irgendwas Sinnvolles, beziehungsweise mal gucken. Vielleicht auch nicht. Hey, Rickbjörn, siehst du mich? Ja, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Oh, guck mal, Erfahrungspunkte. Und jetzt zeige ich dir was, Paddy. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, bist du ein Esel? Und... Jetzt überlebe ich das Ganze aber mal. Nö, das kann ist nicht. Doch langweilig. So, jetzt hier. Jetzt. Rückwärts! Das finde ich. Oh, Stefan drauf. Ich möchte ja nichts sagen, aber wenn man springt, sieht das von unten aus wie ein Hakenkreuz. So. Ja. Okay. Wir stehen einfach nur hier rum. Nehmen wir gerade noch auf? Nein, oder? Ja, natürlich nehmen wir noch auf. Wir stehen einfach nur in der Gegend rum und sagen gar nichts, das ist auch gut. Ja, ich habe gerade überlegt. Wir nehmen noch 6 Minuten auf, dann ist nämlich der Part zu Ende. Und dann, ja. Reicht das erstmal bis Montag? Ja, das reicht bis Montag, genau. Die eine Stunde reicht auf jeden Fall bis Montag. Wir müssen nächste Mal in eine Mine gehen und Gold sammeln, damit wir Booster-Schienen machen können. Hast du überhaupt Gold gefunden? Nee, ich habe nur Eisen gefunden. Mhm, gut. Ja, dann müssen wir mal uns informieren, wo man Gold findet. Beziehungsweise Tschüss, der Paddy weggeht. Der hat sich ja mal vorher verabschiedet, Paddy. Ja. Also nächste Folge ist, da passt ja super. Also jetzt müssen wir noch 5 Minuten irgendwas machen. Nee, wir gehen dann nächste Folge in eine Höhle, werden uns dann ein bisschen Gold raussuchen. Umsehen. Minecraft. Genau. Portal. Portal 2. Ah ja, Portal 2. Und mit etwas Glück sogar bald Portal 3. Gibt halt das? Valve hat's noch indirekt angekündigt. Sehr indirekt. Wer? Die Entwickler von Portal. Haben die gesagt, die machen ein Portal? Haben die nicht gesagt, die hören auf? Nein, die haben gesagt, es gibt einen dritten Teil von einem Spiel, was die machen. Da aber so ziemlich jedes Spiel von denen im Moment in Teil 2 ist, also bald ein Teil 3 kommen könnte, weiß man noch nichts genaueres. Aber ich gehe stark davon aus, dass Portal 3 kommen wird. Und das erste DLC für Portal 2 ist ja jetzt in diesem Moment, wo ihr die Folge seht, auch schon etwas länger draußen. Wer es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise wer Portal 2 noch nicht hat, unbedingt kaufen. Das DLC ist so ein Level-Editor, da kann man dann Level von anderen Spielern spielen. Extrem geil, wie ich finde. Kann man sich eigentlich ein Level machen mit Portal? Das ist ja geil. Ja, kann man. Dann mit dem DLC. Das ist cool. Ja, finde ich auch. Vor allem der Trailer dazu ist sehr cool. So, und jetzt schnappe ich mir mal wieder meine Items. Ich habe immer noch meine Items geschnappt und jetzt gehe ich wieder nach oben. So. Ach komm, dann sortiere ich jetzt nochmal in der Zeit mein Inventar, wo wir hier nichts zu tun haben. Fertig. Wir können ja noch ein bisschen so reden, was wir jetzt vorhaben, oder vielleicht willst du irgendwas sagen, was Wichtiges. Nee, wir haben ja nichts mehr zu sagen. Okay. Aber ist auch egal, weil, so. Ja, weiß ich nicht. So. Ach, dann gehe ich jetzt nach unten. Ach komm, wir gehen schon mal in Richtung Mine. Okay. Aua. So, wo ist denn deine Mine? Du hattest doch auch eine geile Mine. Hier, ne? Oh, eine geile Mine. So, hier unten ist das eine geile Mine oder ist das nur ein hässliches Fenster? Ich habe hier keine Mine gehabt. Du hast nur ein hässliches Fenster in den Berg geklappt. Das ist meine Mine. Ja, die ist wunderschön. Die sollten wir auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Fick dich. Gehört. Hm? Was? Ich hab nichts gesagt. Ja, dann latschen wir mal zurück und, gucken wir mal.
wetten, wenn wir jetzt die Aufnahme beendet haben, kommt dann Paddy, da bin ich wieder. Locker. Da ist ein Hundi, der ist von wem? Bestimmt mir. Von dir. Mhm. Gibt nichts Schöneres. Mhm. So, da sind wir auch schon um die Kurve. Ich esse mal ein bisschen was unterwegs. Ich hab nichts mehr. Ich kann dir gleich was geben, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Ja. Wo ist denn hier die Mine? Die war doch hier irgendwo. Mm-mm. Boah, lecko. Karibik. Ja, das ist also hier so eine, boah, das ist die das beste Ende, was man überhaupt das machen Problem kann. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo die Mini ist, die haben noch dazu gebaut. Ach, ihr habt einfach zugebaut. Ne, du da auch. Ne, ich nicht, ich hab Minen offen gelassen. Wenn das eine richtige Mine war, habe ich die offen gelassen. Aber da hinten war ja, eine Schlucht, genau. Ich glaube, die Schlucht hatten wir zugemacht. Nein, die hatten wir nicht zugemacht. Es sei denn, ansonsten ist er da überall Cobblestone statt Cleanstone, da kannst du es ja sehen. Ist das nicht überall Cobblestone? Nein, das ist alles Cleanstone, Timo. Da liegt da mit dem Texture-Pack, ich hab's geändert. Ich weiß. Ah ja, jetzt sind wir hier in der Basis gewesen. Da müsste jetzt gleich die Mine kommen. Die Dings kommen. Schlucht. Ja, ist ja schon mal spannend hier. Woo, Spannung. Woo. Wir laufen einfach geradeaus. So, hier, stopp. Das sieht doch sehr nach einem Eingang aus. Sisse. Ja, hier und, ist der Spinnenspawner. Ja, ach ja, hier sind wir. Perfekt, okay, hier hören wir auf. Wir gehen mal hier hin. Stopp. Und genau, an dieser Stelle beenden wir dann die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ne? Ja. Dann hoffentlich war's. Mit Paddy auch wieder, der dann noch hier hinlaufen muss. Hahaha. XD. LOL. Roffelkopter. Ja. Tschüss. Tschüss.